So, und damit geht's weiter mit der nächsten Folge auf Endless. Also Plan heute, beziehungsweise Ziel heute ist auf alle Fälle die Wand anzuziehen. Hier, die Hisswand. Und ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich ein Ohrring hier drauf sockel. Also drauf mach. Das wäre halt schon sehr geil irgendwie, aber ich glaube, es wird auch ultimative Verschwendung. By the way, fast 11 Minuten Buffs mittlerweile. Nee, ich glaube, das machen wir nicht, oder? Sollte man das machen? Nee, ich glaube, das ist dumm. Ich glaube, es ist nicht klug. Ich glaube, es ist echt nicht klug. Oh, Heal. Come on. Ich glaube, ich mache mal hier Heal auf Maximum. Das macht dann schon echt einen enormen Unterschied wahrscheinlich. Genau. Also ich bin mal auch gespannt, wie krass das dann diese One skaliert und so. Ich meine, vielleicht haben wir auch da nochmal einen guten Damage Boost drin und so. Ich meine, Psykeeper ist halt immer so hoher Alpha-Schaden, aber die Bombs, die casten sich halt immer ultra langsam. Ja gut, ich meine, von Custom könnte man, glaube ich, echt noch ziemlich profitieren aktuell. Wir haben aktuell 0% Custom, oder? 0% Increased Custom, ja. Ich bin auch mal gespannt, wie es der Backman so weiterläuft. Also da sind, glaube ich, noch so viele Variablen offen, wo ich halt nicht weiß, wie das laufen wird. Das wird ganz, ganz, ganz schwierig irgendwie. So, 90%. Ja, 8-3 noch immer. Oh, Level Up schon, lol. So, Damage aktuell. 8,7. Ah, fuck. Moment. 8,8k Damage, okay. Jetzt anziehen. 1700 Attack. 2300 Attack. Wow, 10k Damage. Okay, sind es 1,2, 1,3, wie viel haben wir mehr? Oh lol, 10,8k Attack, Damage. Das sind solide 2k Damage mehr. Okay, das hat sich gelohnt. 2, 3, 4, okay, 4 Hits. Kurz mal testen, wie viel macht jetzt hier Ding? 11,5k, okay. Bosskiller heißt ja. Ja, okay, die farmen das Zeug halt alle mit dem Level da. Was macht denn Damage? Der macht aber auch nicht so viel Damage, oder? Ja, gut, ich meine, geht halt schon voran, aber. Ich meine, er hittet halt ziemlich schnell. Ziemlich schnell, ziemlich oft und so weiter. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir das irgendwie jetzt replizieren könnten, halt, dass wir sagen, so, ja, okay, wir können es auch so Gigs oder so. Weil, naja. Das sehe ich uns einfach aktuell nicht. Aber by the way, ja, Castham ist jetzt schon so ein bisschen spürbar schneller geworden. 10% bringen doch echt eine Menge irgendwie. Die ersten 10% zumindest, scheinbar. Damit können wir auch wieder um einige schneller leveln als vorher. Wow. Fly at its best. Ich vergesse mir, dass ich den komischen Skill aktiviere. Crucio. Ich vergesse generell einiges. Was mit Maus? Mann. 67% schon wieder. Ja, ich weiß halt nicht, wie jetzt, also was ist so der nächste Plan, der nächste Step einfach dann ist. Es gibt ja wieder so viele mögliche Wege, die wir gehen könnten. Also ich hoffe halt immer noch, dass wir irgendwie so ein paar Teile droppen könnten.
ein paar 75er-Teile für Psykeeper. Und ich weiß nicht, wie viel das wir brauchen, aber 2 oder 3 Teile oder 4 Teile brauchen für irgendeinen Effekt. Aber das ist halt aktuell echt das riesige Problem einfach. Wir brauchen ein Set. Irgendein Set. Ganz egal welches. Wir brauchen ein Set. Und... Deswegen ist gedroppt, haben nicht aufgepasst. Scheiße. Also alle Farben diese Gigs gefühlt. Zumindest sieht man es immer wieder da. Sind scheinbar also schon nützlich. Gut, also bis die Party auf Level 40 ist, vergeht auf einmal noch eine ganze Weile. Darauf können wir jetzt leider nicht mehr warten. 11,2 Kadermatch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn machen würde, wenn wir uns ein Activision kaufen. Nicht die Aktie, aber... ja, einfach simpel und einfach aus dem Grund. Denn... Wenn wir jetzt die Dinger free hätten würden, wir würden 80% schneller leveln, glaube ich. 90, 100, 200% schneller leveln. Ich weiß es nicht. Wir würden sehr viel schneller leveln. Nee, also ich glaube, ich würde sogar sagen, wir könnten... Aber man muss bedenken, so mit dem Ping bedingt, müssen wir dauert es, bis es gecastet wird und so weiter. Allein deshalb würde ich schon mal sagen, 2,5 bis 3 Mal schneller könnten wir leveln. Und ja, es könnte wirklich Sinn machen. Ich meine, ich sehe jetzt ja, wenn wir mal durchcasten können, weil wir gerade wieder hier Cast-Futter haben. Das macht dann schon echt einen enormen Unterschied. Na komm. Ringmaß Level 70, by the way. Auch nice. Ja, aber die Drops schauen aktuell auch nicht so gut aus. Also ich habe jetzt schon eine ganze Menge an Viechern hier gekillt. Und was ich bisher gedroppt habe, ist halt echt... meh. Die Drops sind nicht so sehr gut irgendwie, also... Bisher zumindest nicht. 5,6 KP aktuell ist natürlich nice. Also ja, gewissermaßen, wir haben schon einen Charakterfortschritt da. Aber... Ich würde mir irgendwie wünschen, dass man ein bisschen mehr droppen würde, so. Also, es ist super schwer, an Geld zu kommen. Und ich meine, es kann schon sein, ich sage so Classic Server und so. Ich verstehe schon das Ganze so. Und ich weiß, dass es dafür halt echt eine große. Vor allem muss ich mal bedenken, die haben hier mehr Spiele online als die meisten deutschen Server. Oder als die meisten europäischen Server. Das heißt, meine Meinung ist halt eigentlich relativ egal. Weil die sehen halt, deren Konzept funktioniert für die. Und es gibt dafür einfach einen Markt. Ich glaube, es ist halt auch vielleicht manchmal ein Problem, wenn halt dann jemand wie ich daherkommt und sagt so, ja, aber hier so und so und ja. Das ist halt auch vielleicht so ein bisschen ein Problem. Ah, nein, 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 nein. Das machen wir jetzt nicht. Ist er weg? Ja, okay. Puh. Das war's, Klaus. Ja, wir können es einfach hinstellen und einfach AFK, also halt einfach healen und AFK gehen oder so. Einfach damit Crucio killen lassen. Wenn so gesehen, würden wir auch ein paar zu weniger brauchen. Ja, also ich meine mit... Hä, lol. Hier. Jetzt geht's. Ich glaube, ich meine, ja, wir könnten, also mit einem Acti-Scroll könnten wir vielleicht schon... Mit einem Acti könnte es funktionieren. Weil wir halt immer dann direkt die 5 Skills durchcasten können und so. Kann man dann schon relativ
schon relativ fix die Skills raushauen. Und mit jedem Mal casten sind einfach mal 50k Damage. Mit jedem Action-Slot. Man castet doch. Laggt's gerade irgendwie oder so? Ah, ist wieder mehr laggy irgendwie. Dieses Ping, wie heißt das Ding? Exit Lag ist halt auch nicht so. Es ist irgendwie nice to have und so, und es ist, aber es ist mehr so ein Gimmick irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich werde es mir nicht nochmal kaufen, auf alle Fälle. Weil ich sehe jetzt aktuell einen Ping, so. Es ist, sonst habe ich glaube ich 270 oder so. Das sind keine 9 Euro wert im Monat. Also manchmal funktioniert Exit Lag ganz okay. Aber sehr häufig dann halt auch wieder gar nicht. Oder kaum halt irgendwie. Und ja, teilweise auch wirklich gar nicht. Also je nachdem. So, 77. Gehen wir zum nächsten vielleicht, oder? Ja, probieren wir es mal aus. Weil wir könnten jetzt, glaube ich, free hätten, oder? 1, 2, 3. Nee, können wir noch nicht, lol. Hm. 50% Droprate, okay. Und mehr XP. Oh, das sieht mich so selten auf dem Server, dass wirklich mal so viele Skills laufen. Also Skills, dass mal so lang laufen. Das ist halt echt mal angenehm. So, komm. So, na dann. Kurz durchbuffen, genau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Hits. Oha! Jetzt aber. Dafür haben wir aktuell 266. 300 umgehört, 93. Okay, also das heißt, ich werde auf alle Fälle nochmal nachschauen, weil dann irgendwie ein zweites Teil davon finden. Müssten wir doch eigentlich, oder? Warte mal, lass mal kurz mal schnell überlegen. Oder mal kurz schauen. Item-Wiki. Ho-Peng. Ach, sehen wir aber nicht. Aber ist es halt nur für... Ist es für 4 von 4? Schauen wir den Effekt an, das ist brutal. Na, wissen wir halt nicht. Ich muss erstmal ein paar andere Teile, oder generell mehr Teile kaufen, um das halt rauszufinden. Ein bisschen blöd. Naja, vielleicht verkauft irgendwann mal jemand in Zukunft dann mal irgendwie ein paar Teile für mich. Oder halt, wie gesagt, mit Level 90, dann geht's für so ab. Bis Level 90 müssen wir es einfach ein bisschen durchbeißen irgendwie. Wird hart und unangenehm, aber naja. Muss halt einfach irgendwie klappen, würde ich mal sagen. Na komm. Digga, mal einen Schaden. 2k Kritz. Holy moly. Vier sind echt böse. Manchmal. Also gut, ich laufe auch mit Wacky Equipment rum. Das ist natürlich jetzt auch wieder klar. Das macht jetzt auch nochmal einen großen Unterschied. Ohne Wacky Equipment würden wir auch nur so 1k Crit kassieren oder 1,5k Crits wahrscheinlich. Das ist natürlich schon auch nochmal ein großer Unterschied. Prozent pro Mob wieder. Oh, und ein Schwert. Ja, also auf den ersten Blick würde ich mal sagen, also gefühlsmäßig würde ich mal sagen, wir droppen hier nicht mehr. Wir droppen halt Oris und Moons mehr, definitiv, das kann man nicht abstreiten. Aber ansonsten würde ich sagen, wir droppen nur in Anführungsstrichen mehr, weil wir einfach mehr Mobs killen. Aber sonst sehe ich hier wirklich eigentlich keinen Unterschied. Also hat mich hier wegen den Drops, wegen Oris Moons ja, wegen XP ja,
wegen einer entspannteren Level-Atmosphäre bzw. Besseren Spawns, ja. Keine Akkus oder so, ja. Aber wegen den Drops, wegen den Geld-Drops, wegen den Pena-Drops, also die Pena-Drops machen gefühlt hier sogar einfach gar nichts aus. Und jetzt irgendwie auch Pena über, oder in der Form von Waffen und so, meine ich jetzt natürlich gerade auch. Also weder die Pena-Drops generell, noch halt irgendwie jetzt was anderes, macht echt einen großen Unterschied. Oh. Na komm. Genau, jetzt kommen die Waffen wieder, oder was? Es ist aber echt immer so, ich beschwere mich über irgendwas und auf einmal ändert sich's. Das ist echt verrückt manchmal. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt generell mehr droppen werde, aber... Zumindest man... Lol, was ist denn? Vacuum Card bringt Attack? Was bringt eine Lightning Card? Attack? Lol. Okay. Oh, Level Up, lol. Aber der Damage ist irgendwie trotzdem, das steigt ganz gut irgendwie. Catchrear Gowns, okay, 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 okay. Ich weiß nicht, ob man bisher einfach nur unlucky war. Das hat natürlich auch nochmal 10% mehr Droprate, macht mir jetzt auch einiges aus. Ich kann es euch nicht sagen. Lohnt sich's vielleicht doch? Oder killen wir halt nur mehr Mobs? Ich weiß es halt einfach nicht. Es kann beides sein. Es kann halt wirklich legit beides sein. Prozent Attack und 1% Speed? Lol. Okay. Komische Effekte, aber na, why not? Hm, 20% aktuell, 24%. Okay, das heißt, wir kriegen nur 4% pro Mob. Das ist halt echt, ich würde schon sagen, sehr gut, weil man muss ja bedenken auch, wait, ich habe vielleicht selbst schon, ich bin noch mit dem VPN drin. My bad. Wenn ich das ausmache, dann fliege ich raus, oder? Kurz mal schauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie im Ping irgendwas tut. Okay, es kann... Oh, Elementor Gowns, okay. Also vom Ping jetzt angeblich nicht, aber gefühlt... Weil man das castet sich viel einfacher. Ich glaube, der Ping ist eine Lüge. Okay, jetzt castet sich das halt wirklich wie Butter. Oder? Ja, nicht immer, nicht immer, nicht immer. Aber gefühlt, ich glaube auch vom Auge her, also beim Zuschauen muss man, glaube ich, jetzt schon fast sagen, dass es um einiges besser ist. Fuck, warum passiert mir sowas? Ja, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich so viel besser ist. Subjektiv würde ich sagen, ja. Objektiv, keine Ahnung. Also, ja, hat sich jetzt nicht so viel verändert, wie ich erhofft habe, wie ich mir erhofft habe. Wegen VPN und so, halt dachte ich mir, okay, jetzt geht es wieder runter von 170. Aber es hat sich gefühlt eigentlich gar nichts verändert momentan. Nicht ganz so geil. Na komm, 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 komm. Geh down. Genau, also ich werde auf alle Fälle, wie gesagt, dann mal noch nach anderen Satzteilen suchen. 60er oder 75er. Irgendwelche, ganz egal. Und natürlich, mein Cast wäre natürlich ideal, weil... Okay, Leute, war ich auf 250 Opener Ping? Ich habe mir gerade zumindest eingebildet. Naja.
Ja, wir brauchen einfach, also Castem würde am meisten, glaube ich, bringen, wegen der Steelize. Und das wäre natürlich schon, glaube ich, echt geil. Aber ja, wie gesagt, also Exit Lag, meine aktuelle Erfahrung bisher, sonst haben wir so 270. Oder waren es 270, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Jetzt haben wir 235. Gut ist das halt einfach nicht irgendwie. Nee, nicht wirklich. Vor allem muss man überlegen, so 8, nee, sorry, 9 Euro im Monat sind das. Warum jetzt ein Muff mehr als vorher? Hä? Wait, what? Ach, das hat vorher irgendwas nicht mitgecastet. Oh, shit. Okay. Nee, auf alle Fälle für 9 Euro im Monat für 35 MS weniger Ping. Uff, ey. Also 100 MS, naja, okay. 100 MS Unterschied macht dir noch irgendwie. Oh, zweites Teil, nein, Female. Warum Female? Come on. 100 MS Unterschied würde sogar noch, würde ich noch sagen, so okay, ist halt okay für mich, kann ich mit leben. Aber es fluktuiert halt irgendwie teilweise auch so extrem. Also. Mal bringt es halt 100 MS, jetzt bringt es nur 35 MS. Ist es nicht gut einfach. So gar nicht gut irgendwie. Naja. Ich beende erstmal die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.